Hallo, liebe Reisefreunde und Zuschauer. Vergangenes Wochenende hatte ich den Oldtimer am Haken. Es ging nach Schwarzenbach am Wald und von da aus ging es dann weiter mit dem Oldtimer nach Bamberg. Wir hatten schönes Wetter, es war ein toller Ausflug, es hat sehr viel Spaß gemacht. Nachdem ich dieses Video veröffentlichte, gab es Anfragen. Ja, schade, aber dieses Jahr ist gar kein Video mit deinem Trabi gekommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dieses Wochenende würde es ja noch gehen und das Wetter soll ja auch sehr schön werden. Also nehmen wir dieses Mal den Trabi mit auf Tour. Ja, wo geht es hin? Es geht an das Meer, an das Thüringer Meer. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was Thüringer Meer? Thüringen liegt ja mitten in Deutschland. Wo bitteschön soll das Meer sein? Ich weiß es auch nicht genau, aber wir lassen uns ganz einfach überraschen und jetzt geht es los. Also ich muss schon sagen, in letzter Zeit habe ich häufig das Talent, immer bei Dunkelheit erst einzutreffen. Naja gut, es wird ja auch früh genug dunkel. Eingetroffen bin ich jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz bei Bösneck, aber dieser ist komplett belegt. Also da bekommt man nicht mal mehr Soloplatz. Und deswegen werde ich jetzt umdrehen und stelle mich heute Nacht in das Gewerbegebiet. Ja, das Gewerbegebiet hätte ich erreicht und ich würde sagen, einfach hier rechts ran und das passt dann schon für die eine Nacht. Die Nacht haben wir gut im Gewerbegebiet verbracht, der nächste Morgen ist angebrochen und ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal ab. Also das Navi schickt mich hier Wege entlang, das können ja gar keine offiziellen Straßen mehr sein. Wir sind jetzt an der Teufelskanzel angekommen und jetzt wird es sich ja zeigen, ob es in Thüringen ein Meer gibt oder wenigstens etwas, was man Meer nennen könnte. Wir stehen jetzt auf der Teufelskanzel und das ist es also. Vor uns liegt das sogenannte Thüringer Meer. Ich muss schon sagen, es sieht vielleicht nicht aus wie ein richtiges Meer, aber dass sich dieser imposante Flusslauf in Thüringen befindet,
Das hätten wohl die wenigsten geglaubt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt ganz einfach die Fähre. Das geht am schnellsten. Man könnte auch außen herumfahren. Das sind etwa 15 Kilometer Umweg. BKW inklusive Fahrer 2,50 Euro, Wohnmobil 3,50 Euro. Relativ kurze Umlaufzeiten, dort kommt schon die Fähre, also sobald etwas steht, wechselt die Fähre über. Ja, Josie, ich weiß, der Papa läuft weg. Die Verlustangst ist riesengroß. Wir befinden uns wieder auf dem Festland und weiter geht es zur Ziemestalbrücke. Das ist ein Eisenbahnviadukt mit einer ganz imposanten Stahlgerüstkonstruktion. Man sollte es kaum glauben, aber es sieht so aus, als würde man selbst mit einem Trabi hier keinen Parkplatz mehr bekommen. Dem Streckenverlauf anderthalb Kilometer folgen.
Also hier kann ich auf keinen Fall stehen bleiben. Der Waldweg ist zwar eh schon zu, aber trotzdem kann man sich hier nicht mehr hinstellen. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich draußen auf der Straße parke. So, kurze Unterbrechung, das ist ein Notfall. Das Video läuft natürlich weiter, ganz klar. Aber ich muss erst mal helfen. Das ist einfach selbstverständlich. Eine Wandergruppe ist unterwegs, 7 Kilometer von den Autos entfernt. Eine Frau ist gestürzt, hat sich das Handgelenk anscheinend gebrochen, der Arm, und die Hand war entsprechend dick gewesen. Und deswegen bat mich die junge Frau, dass ich sie zu ihrem Fahrzeug fahre, dass sie dann die andere Frau ins Krankenhaus bringt. Also die Gegend ist hier sehr ländlich, das seht ihr selbst. Das nächste Krankenhaus ist wahrscheinlich einige Kilometer entfernt. Ich nehme mal an Saalfeld, ohne jetzt nachzuschauen. Und das sind dann doch einige Kilometer. Ich bin wieder zurück und jetzt habe ich mich hierher gestellt. Anders geht es eben gerade mal nicht. Die Ziemistalbrücke befindet sich in der Nähe von Ziegenrück und wurde von 1893 bis 1895 erbaut. Das 115 Meter lange und 32 Meter hohe Viadukt ist Teil der ehemaligen Bahnstrecke Drübtes-Max-Grün in Thüringen. Das Interessante ist, dass diese Brücke nicht geradlinig verläuft, sondern sie macht eine Kurve und hat zudem ein Gefälle von 2%. Heute ist die Bahnstrecke stillgelegt, die Brücke allerdings steht unter Denkmalschutz und ist in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Also ich muss schon sagen, wenn man im Tal steht und betrachtet diese Brücke, so durch die Bäume durch, das ist schon ein gigantisches Bauwerk. Ich würde sagen, wir treten so allmählich die Rückfahrt an. Also ich bin immer wieder begeistert, was man noch an Sehenswürdigkeiten entdecken kann in seiner eigenen Umgebung, obwohl man immer wieder behauptet, man kennt ja schon alles.
Der Trabi war heute nicht Mittel zum Zweck gewesen, aber ich könnte mir schon vorstellen, so ein Fahrzeug einfach auch sonst mal mitzunehmen, damit man vor Ort mobiler ist, gerade wenn man solche derart engen Straßen hat oder man möchte einiges sehen, wo man mit dem Van eigentlich sehr schlecht hinkommt. Ja, gut, das Problem Parkplatz, das stellt sich dann natürlich immer wieder, aber im Gewerbegebiet, das passt auf jeden Fall. Wir haben es jetzt gleich geschafft und wie immer an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.